Hallöchen, hier wieder bei Dead Space 3. Das letzte Mal haben wir auf unserem tollen Felsvorsprung hier es mit diesem Riesenvieh zu tun gehabt, indem wir in der Folge vorher drin rumgelaufen sind. Und ich gehe davon aus, dass wir nicht ganz unschuldig daran sind, dass das Ding wieder zum Leben erwacht ist. Einen ganzen Vorteil hat die ganze Geschichte allerdings: wir konnten endlich diesen komischen Typen abknallen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie er hieß, um ehrlich zu sein. Hat mich auch die ganze Zeit nicht wirklich interessiert. Wichtig ist nur, dass wir eine Kugel verpassen konnten. Der Typ da, der da mit meiner Uschi, das ist meine Uschi, meinte natürlich, uns verraten zu müssen. Hat blöderweise alles noch nicht so ganz hingehauen, weil, wie das nun mal in jedem, soll ich jetzt schlechten oder guten Film sagen? Auf jeden Fall ist es in so ziemlich fast jedem Film so, dass der Verräter natürlich abgeknallt wurde. Mehr oder weniger durch die Hand des Typs, mit dem er einen Deal ausmachen wollte. Und jetzt müssen wir das Ganze nur auf der Uschi verklickern. Ja, zweifarbige Augen. Ich habe ihn erschossen, Ellie. Was? Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Ich kann das nicht. Dann lassen wir Sie zurück. Wenn Sie sich nicht zusammenreißen, sind Sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Yay. Das hört sich ja nach einer richtigen Party an. So, das ist die Kletterausrüstung, ja? Von der die Ushima geredet hat. Oh, ich glaube, da gibt es eine Menge Leute, die so gerne klettern würden. Ach so, verstehe. Wieso hatte ich sowas nur befürchtet? Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen hochzuklettern. Was machen wir jetzt? Ich klettere zuerst hoch und sehe mich um. Vielleicht bin noch zur Seite gegangen. Okay. Also laufen und zur Seite gehen ist nicht. Jo, komm. Was soll der Mist denn? Also wenn ich das richtig verstanden habe, laufe ich jetzt als Depp wieder da hoch, nur um dann herauszufinden, dass die Uschis da ganz gemütlich hoch da watscheln können über irgendeinen anderen Weg, ja? Statt dass wir einfach unten alles zusammen nach einem anderen Weg suchen. Ach, das war es noch nicht mal. Wie die Ausrüstung hier oben hingekommen ist, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Und warum können wir nicht einfach mit diesen... Egal. Es ist so, ich weiß, aber es wäre viel einfacher. Einfach mit diesem Flaschenzug, der da ist, da hoch. Das wäre so schön. Gemütlich. Eieiei. Komm, stell dich nicht so an. Beweg dich, Faultier. Ich habe dieses Gefühl, dass dieses komische dreieckige Ding da oben auch noch runterkracht. Natürlich. Und mich mitnehmen, weil ich nicht großartig ausweichen konnte. Mann. Ach komm. Stell dich mal nicht so an hier. Zap, zarab. Ist noch weiter hoch? Nein. Ah, hier hinten geht's aber auch nirgendwo lang. Da müssen wir wohl immer zu auf das helle Licht. Norton hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Ist das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat. Norton ist tot, weil jemand es bei ihm genauso tut.
statt die Leiter da einfach hängen zu lassen. Aber naja, die Frau, die muss man ja auch nicht verstehen, gell? Der Typ hat mir eine Knarre an den Kopf gehalten, jetzt ist sie sickig, dass ich mich gewehrt habe. Mann, Mann, Mann. So, alles brav einpacken. Oh, wo kommt der denn her? Flatsch. Wollt ihr mich denn alle hier verarschen? Stirb, stirb, stirb. Bleib gefälligst tot. Wo kommt ihr denn alle her? Ja, ich weiß, wir sind hier auf dem Planeten von diesen Dreckviechern. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die aus jedem Loch kommen müssen. Die Erde kommt ja auch nicht aus jeder Kanalisation irgendein Typ rausgeklettert. Meinst du, das musst du mir nicht machen? Bleibst du bitte auch tot? Naja, weiter geht's. Als ob nichts gewesen wäre. Naja, irgendwelche Leichen, die wieder aufstehen könnten. Eingefrorene. Na, das Zelt. Auch eingefroren. Oh, ich wette mit euch, der kommt da gleich raus. Jetzt wäre fast meinen Arsch drauf verwetten. Wo muss ich denn lang? Da hinten lang. So ein bisschen mutiert aus. Zack. Dude. Das sieht mir doch richtig aus hier. Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden. Er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen. Ey. Rolli. Hey. Was ist? Kannst du ihn sehen? Ellie? Oh Gott! Vorsicht! Hinter mich! Kann auch mal ein bisschen weit kämpfen. Dumm gelaufen. Das hast du jetzt davon, Uschi. Wäre es nicht so eine Zicke gewesen, hätte ich vielleicht sogar in Erwägung gezogen, dir zu Hilfe zu kommen. Hey. Wo kommen die immer alle? Knack. Knicki, knacki, Kawasaki. Du stirbst auch noch. So. Hey, was dackelt denn da hinten noch herum? Geil, ich kann sogar bis hierhin hinschießen. Schön aus mehr oder weniger sicherer Entfernung. Na, komm, wachsen dir keine komischen Dinge aus dem Oberkörper? Okay, der da hinten scheint auch tot zu sein. Sehr schön, dann können wir jetzt in aller Ruhe weiter spazieren gehen. Bam. Oh,
War nichts drin gewesen. Das ist toll, jedes Mal, wenn man noch so ein Ding drauf tritt, ist das wie bei so einer Kiste bei Zelda. Man öffnet sie und man hofft einfach nur, dass irgendwas Tolles dabei rauskommt. Manchmal ist es absolut mehr oder weniger nichts. Und manchmal... Nein, hier in dem Spiel bleibt zwar nichts, glaube ich. Meistens nur Munition oder so. Aber was wirklich Nützliches kam da bisher noch nicht bei rum. Aktivieren. Auf, nach rauf. So hatten wir aber nicht gewettet. Drecksding. Wow. Echt komisch an der Wand zu... Au, zu zielen. Wow. Sag mal. Wirst du wohl. Wie viele gibt's von euch denn da oben? Ich bin mir gerade noch nicht so sicher, ob ich wirklich darauf will. So. Ab darüber. Darüber, darauf. Mensch. Ey, dass er immer kurz vor Ende nochmal abrutscht. Isaac, wir sind okay. Wir haben es verjagt. Gott sei Dank. Toll. Hör mal. Wegen Robert. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. Oh, ist das nicht putzig? Idiot. Wow. Wow. Ich wusste doch, irgendwo habe ich das gehört. Ich wusste nur nicht genau, woher es kam. Au. Au. Verpiss dich. Ey. Wie viel hältst du nur aus? Drecksding. So, jetzt aber raus hier. Gut, ich habe noch einen Aufzugabsatz gefunden, aber immer noch keine Winde. Alles okay? Bis jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Ich hoffe, ich finde bald deine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren. Danke. Keine Sorge, Uschi. Wir machen das schon. Auch wenn wir von dir teilweise nur angeblafft werden. Ich konnte da nicht rüber. Okay, ich muss irgendwie schnell hoch und dann darüber. Habe ich so das Gefühl. Das heißt, also ich starte am besten von hier, weil dann gibt mir keine Zeit flöten, um darüber zu kommen, glaube ich. So meine Hoffnung zumindest. Probieren wir es aus. Schnell. Ey. Na, scheiße. Nein, ich komme immer noch nicht rüber. Ach. Okay, ich darf am ersten Absatz da nicht hängen bleiben. Das heißt also direkt erstmal einen kleinen Schritt rüber. Nicht rüber springen, das verbraucht zu viel Zeit. So zumindest mein Gefühl.
Also, ein Schritt rüber. Lauf. Und rüber. Ja. Ey, oh komm schon. Wirklich jetzt? Okay, das muss echt anscheinend auf die allerletzte Sekunde gehen. Ich hätte noch einen Schritt weiter nach oben gemusst, weil der da anscheinend keinen Halt gefunden hat. Ich hoffe es zumindest mal. Wäre blöd, wenn das hier alles gerade Zeitverschwendung wäre. Komm, 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 komm. Oh. Oh. Wow! Ich wusste doch, dieses Felsgekrache, das konnte nichts Gutes heißen. Das könnte nervig werden hier. Ich habe mich ja zu sehr auf den Aufzug da oben konzentriert, als ich hätte wetten können, dass der nämlich auch noch einen Schritt runterkommt. So. Hey! Hört da rüber. Okay, jetzt. Rotti, Rotti. Wo hätte ich denn da hingesollt? Oder... Ah, okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich direkt danach wieder rüber muss. Nachdem das eine Ding da vorbei ist. Ey. Oh, das war zu weit drüber. Okay, ich mache euch einen Vorschlag. Wir machen hier mal wieder Pause und versuchen das einfach beim nächsten Mal. Wird schon irgendwie schief gehen, habe ich zumindest ganz stark das Gefühl. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, wenn ja, dann haut mir ein Däumchen nach oben rein. Oder lasst mir was von den Comments da. Beziehungsweise etwas in den Comments. Oder beides. Oder teilt es. Oder. Es gibt ja unendlich Möglichkeiten. Wisst ihr ja selber. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.